Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. Wir haben einen weiteren Verbündeten und haben die Möglichkeit, da so ein paar Dinge zu machen. Das hat man in der letzten Folge ja, hatte ich das ja ganz kurz angesprochen. Genau, Felder von Agromatz. Die gehören uns ja jetzt, die Agromatzen. Und wir können nach Schätzen, also fragen nach Entwürfe. Und wir hätten vielleicht noch die Möglichkeit, irgendwas da im Markt zu machen. Und ich sollte vielleicht auch mal umschalten. Ja, 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 ja. Vielleicht sollte ich dann Automatismus einbauen, der das automatisch macht. So nach ein paar Sekunden oder so. Sonst geht es noch fürchterlich enden hier. Also, wie gesagt, Felder von Agromatzen sind immer noch angesagt, ne? Hier mit den Agromatzen. Und wir fragen mal nach Schützen, bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit verliere. Irgendwas ist da vorjuckt und so. So, wir fragen nach Technologien uralter Zeiten. Ich glaube, das ist immer der gleiche Text, den können wir uns sparen. Wir bräuchten Bauernhof, Wasserkondensator, hört sich cool an, Propeller, Ventilator. Brauche ich alles. Da wir ja jetzt mehr Leute haben und glaube, jetzt eine gewisse Rolle spielt, bräuchten wir eventuell ein Minarett. Ein Minarett soll es sein. Gewährt einen kleinen Radius die wichtige Sehnsucht, glaube. Ja gut, wenn es unbedingt sein muss. Was? Kaufen für 5? Was ist los? Das fängt schon gut an hier. Ja, so sieht das aus. Da wird das schon richtig schön teuer. Dann brauchen wir da 2 Leute für. 5-mal Holz, 5-mal Lehmziegeln, 3-mal Glas. Glas haben wir. Ja, das würde also passen. Ich nehme den Propeller. Die können meinetwegen, können sie da Gott weiß was anbieten. Ja gut, hier, zack, bumm. Sind wir mal nicht so. So, was ist hier mit Propeller und so? Erzeugt Antrieb, hohe Kosten, moderater Treibstoff, 2 Arbeiter, moderates Tempo. Okay, was ist hier mit dem Ventilator? Der erzeugt Auftrieb, das ist schon nicht verkehrt. Erzeugt Auftrieb, um uns in der Luft zu halten. Moderate Kosten, moderater Treibstoff, 1 Arbeiter, moderater Auftrieb, liefert 20, also 20 Einheiten Auftrieb. Was braucht der? 15 Holz. 5-mal Lehmziegeln, 1 Arbeiter, kaufen für 2. Der Ventilator ist gekauft. Was ist hier mit... Kann ich mir schon nicht mehr leisten. Das ging noch. Ich nehme den mal. Ja, wir müssen den ja nicht sofort bauen, aber wir können uns den noch leisten. Und insofern packen wir den mit rein. Was ist hier mit dem Bauernhof? Frisches Ackerland, das auf Samen wartet, erzeugt alle 3 Sekunden 1-mal Nahrung pro 1-mal Wasser, die im Anschluss von Arbeitern in ein Lager gebracht werden muss. Kann mit anderen Bauernhöfen verbunden werden. Ist eine gute Sache, glaube ich, auf jeden Fall. So langsam wird es interessant. Ne? So langsam wird es langsam heftig. So. Brauchen wir aber 10 Relikte für. Ja, ihr seht ja selber. Wasserkondensator sammelt alle 4 Stunden 2-mal Wasser. Alle 4 Stunden so 2-mal so und so Wassertröpfchen. Naja, gut. Aus der Luftfeuchtigkeit, aus der Feuchtigkeit in der Luft, ja, kommt das Gleiche raus, die im Anschluss vom Arbeitern in ein Lager gebracht werden muss. Braucht 10 Bäumchen oder Holz, 10 Glas und 2 Arbeiter und ist zu teuer im Augenblick. Gut. Wäre, ja, ne, klar, also ne, besser 2 Wasser in 4 Stunden als kein Wasser. Für längere Reisen oder so. Wir fragen mal nach anderen Dingen. Kann ich mit irgendwas handeln? Habe ich da noch irgendwelche Möglichkeiten? Wir wollen mit Ressourcen handeln. Kein Händler bietet einen fairen Preis, aber ist die Verzweiflung groß? Können wir mit Verlusten handeln? Ja, vielleicht auch nicht. Wir wollen Kohle, brauchen wir nicht, Wasser brauchen wir nicht. Nahrung geht, Leben kann ich selber, Quarz brauchen wir, soll der ganze Mist. Brauchen wir im Augenblick alles nicht. Wir widmen uns anderen Gelegenheiten. Vielleicht kommt die Situation oder es kommt die Zeit, wo auch wir uns so Dingen weich müssen. Ja, Verbesserung einer Glas. Achso, wir sind noch dabei, die Glashütte zu verbessern. Das dauert noch ein bisschen. Insofern,
müssen wir uns anderen Dingen widmen. Moment mal, ich bin ja schon wieder mit der Steuerung so kampfmäßig unterwegs. Wir sollten doch, war da nicht irgendwie, war, oder hatten wir alles gemacht? Ich glaube, wir hatten, nee, den Auftrag hatten wir erledigt. Ne? Kann ich ein bisschen weiter raussuchen? Zoom, geht das? Ja, dann Gedingse. Wir brauchen auf jeden Fall Wohnraum. Zufrieden? Moment. 18 Arbeiter mehr. 8 Einwohner haben kein Zuhause. Das heißt, wir brauchen wieder jede Menge Wohnraum. Tja. Weiß ich nicht. Die sollen sich Zelte bauen oder so. Gut. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir haben noch ein bisschen was zu essen. Wir haben noch ein bisschen was zu trinken. Ja, Wasser könnte ein bisschen knapp werden. Kohle. Sehe ich. Haben wir, was ist das? Kohlevorkommen. Ja, dann nix wie hin. Kohle kann man gebrauchen. Mit den Wohnungen muss ich gucken. Das Ding ist irgendwie, hier wird es immer dicker. Da ist irgendwie, ist er sehr schlank. Aber hier ist auch viel Produktion und so. Lagerung und so. Solche Geschichten. Wir müssen uns mal so langsam mal überlegen, wie wir hier die etwas seltsame Reform unseres treuen Fluggerätes, unseres fliegenden, schwebenden Königreichs, wie wir denn das in eine etwas andere Form bringen, das ganze Gedingse hier. So, Abbau wäre schön. Kannst du, darfst du, könnt ihr, habt ihr, wie viel ist denn da frei? Ja, dann let's go. Ran mit der Kohle. Ja, lustig. Nein. Wir brauchen. Was ist das da hinten? Gucken wir uns gleich mal an. Könnte ne, ist wahrscheinlich irgendeine Siedlung, die. Oder nee, oder diese Farbkupfer. Diese Farbkupfer. Huch, was war denn das jetzt? Wieder schon so ein komisches Soundaussetzer. Ich hoffe, das funktioniert hier mit der Aufnahme. Also, ich sehe hier, der Ton läuft für sowohl meine Stimme als auch vom Spiel. Kommt zu jedenfalls beides. Laut Aussage bei OBS an. Ich hatte so ein bisschen Probleme. Ich habe ja immer Probleme, wenn ich aufnehmen will in der letzten Zeit. Ist das ganz massiv. Was ist hier los mit der Kohle? Geht das? Ist das ja ganz massiv. Ne? Irgendwie letzte Woche hatte ich ja da schon irgendwie zu kämpfen mit Sachen. Diese Woche war es mal hier mein Audio-Interface, beziehungsweise der Treiber dafür, der meinte, irgendwie rumklenkern zu müssen. Oh, wir sind voll, sehe ich gerade. Ja, dann, nein. Dingenskirchen hier, alles abblasen. Wir haben genügend Kohle. Ja, und um mich selber halt Lügen zu strafen, hier von wegen, nachts bin ich geflogen. Natürlich bin ich nachts geflogen. Ich weiß nicht, was mich da in dieser Einfolge geritten hat. Da war ich mit den Gedanken irgendwo, aber nicht beim Spiel. Quarz könnte man vielleicht auch mal wieder, ne, für Glas oder so. Könnte ein bisschen Glas hier so, hallo? Würdest du? Sag mal. Wie häufig soll ich denn noch mit der rechten Maustaste klicken? Bis der Vogel mal so reagiert, ne? Übrigens, also die Leute da drauf. Das ist da schon spannend. So, Glas abbauen, Quarz abbauen, aber zügig, zackig. Wir brauchen alles. So, weiterfliegen brauchst du nicht. So, wo war ich? Achso, Probleme hier mit Audio und so, ne? Da wollte der Treiber irgendwie nicht. Ich hatte einen neuen Treiber hier installiert für mein Audio-Interface. Ist immer eine schlechte Idee. Never Shanks Running System. Aber ich hätte mir gedacht, eine neue Treiber kann ja nicht verkehrt sein und so. Vielleicht tut sich hier so ein bisschen was, ne, im Bereich Latenz hier zwischen der ganzen Geschichte mit dem Audio und so. Ist mal ganz gut, wenn das möglichst latenzfrei ist alles. Und konnte man auch einstellen, alles wunderbar. Also Installation hat erst funktioniert. Ich habe ja schon so etwas länger damit gearbeitet. Ne, hat alles wunderbar geklappt. Wie, ich wieder leer? Und was brauchen wir sonst noch? Essen und Wasser. Wasser und Essen. Wo gibt's denn hier? Da gibt's Holz. Ist kein Essen. Wo haben wir denn hier Wasser? Oder Essen? Ja, also wie gesagt, das hat alles erst wunderbar geklappt. Ich fühle mich gefreut. Oh, der aktuelle Treiber, wunderbar. Ja, und es ist so, wie es immer ist, ne? Ich habe dann, wollte hier anfangen, schmeiß da mein. Die Software hier für mein Audio-Interface an und der meinte irgendwie so, kein Connect, irgendwie, ich habe da kein Audio-Interface, hier läuft nichts.
ist nichts vorhanden. Und ja, ich dann so ein bisschen musste ich natürlich erstmal mich informieren, so wie war das denn jetzt hier los und so weiter und so fort. Und habe dann halt festgestellt, dass die, oder hab die Information bekommen, wenn sie denn so stimmt, dass der Treiber, den ich da lustig installiert hatte, für mein Gerät nicht aktuell, also nicht zu verwenden ist. Sondern für den Nachfolger. Also es gibt von dem gleichen Audio-Interface einen Nachfolger und da wäre wohl der Treiber passend gewesen, aber nicht für meinen Teil hier. Ja, also ne, deinstallieren, älteren Treiber installieren, also so ein Vorgänger sozusagen davon und jetzt läuft es Gott sei Dank wieder. Das sind immer alle so Sachen, die nicht sein müssen, wo man dann unnötig Zeit verliert, dann waren wir so locker so eine Stunde drauf gegangen, also ne, alles zusammen ne, mit drauf und ausprobieren, hier ausprobieren, da ausprobieren, erstmal gucken, wo könnte es denn dran liegen und dann halt die Lösung finden und so weiter und so fort. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen irgendwie, was war das? Ressourcen? Erstmal nein. Lagerung? Erstmal nein. Hier sind doch Sehnsüchte, genau. Ein Minarett. So, das ist in 2 Stunden fertig. Wenigstens etwas. Gut. Ja, aber das sind immer so vor allen Dingen erst funktioniert's, ne? Also ich habe das ja nach der Installation natürlich von diesem neuen Treiber, den ich erst hatte, da ne, habe ich erstmal alles ausprobiert. Alles wunderbar, funktioniert, ich habe mich gefreut. Klasse. Hätte ich mal eine positive Sache, die sofort geht. Und das bei Windows. Und das bei Windows, ne? Also, das ist schon alleine. Ein Wunder. Naja, und da musste man halt feststellen, ja, nee. Ausgerechnet ist bei der Aufnahme, ne? Wollte er jetzt nicht. Okay, das sind halt so meine Probleme, die ich hier immer mal wieder habe. Ist das, das ist Dickicht. Das ist sehr schön, Dickicht, da wollen wir hin. Schmeißt der Dingen an, Wasser ist ja wieder voll, wir brauchen noch ein bisschen Nahrung, Kohle ist noch dabei. Wir brauchen einiges an Relikten. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon war in der Ecke. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Im Augenblick dümpel ich ja immer hier in der gleichen 4-5 Umgebungen so rum. Sorry dafür. Aber man muss sich halt erstmal eindecken, bevor man woanders ne, lang dümpeln kann. Und naja. Ich muss mein Lagergedingse hier ausbauen. Das sehe ich kommen. Das ist ganz klar. Da muss ich ran. Da hilft nichts. Aber wir müssen erstmal schauen, wie mache ich dann jetzt hier mit den Wohnen. Ja, die sind jetzt hier noch eifrig dabei. Nahrung ranzuschaffen. Also ich kriege hier, oder hier müsste ich eigentlich noch locker 1-2 Wohnungen hinbekommen. Warum ist das da so komisch? Was habe ich da wieder gemacht? Keine Ahnung. Kriegt man das weg? Abreißen. Kriegt man weg. Sehr schön. Ja, abreißen. Weg damit. So. Wohnungen. Moment. Wir haben erfolgreich auf Minarett erforscht. Das ist schön. Technologiebaum öffnen. Was sollte man denn da so als nächstes machen? So, Sehnsüchte. Also Minarett ist erstmal erfüllt. Was haben wir hier? Erhöht die Reichweite um 50%. Erforscht in 16 Stunden. Komm, let's go. Was wir haben, haben wir. So. Da sind die erstmal beschäftigt. Ich habe hier ein bisschen meine Ruhe und kann mich um andere Dinge kümmern, wie beispielsweise Wohnblocks, die wir dringend brauchen. Ja. Hallo? Wohnblock? Würdest du dich da so ein bisschen blockmäßig irgendwie aktiv zeigen oder so? Geht das? Sehr schön. Da einer hin und. Moment, Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste? Ach, jetzt erkenne ich das erst. Ach, deswegen. Okay. War vielleicht auch nicht so gut, was ich da gemacht habe. Jetzt haben wir es gemacht, jetzt bleiben wir erstmal dabei. So, zum Ausgleich kommt dann da noch so ein Teil hin. Wenn es denn geht. Und daneben natürlich auch noch einer. Ich muss sagen,
mit der Kamera so ein bisschen ungünstig. So, neutral, was ist jetzt los? Wieso neutral? Was haben sie? Ach so, die Sache mit den Sehnsüchten, ja. Das Minarett muss ich ja auch noch irgendwo hinsetzen. Ach, ich werde bekloppt. Ja, Moment. Minarett, Sehnsüchte. Wo setze ich denn das Moped jetzt hin? Irgendwo drauf sitzen geht nicht, ne? Am liebsten würde ich da sowas hier so jetzt hier so mitten reinsetzen. Aber das wird nicht funktionieren. Warte mal, das hier ist diese Forschungsgeschichte. Man könnte die ja... Man kann die Sachen ja Gott sei Dank bewegen. Wenn ich... Was macht ihr denn dafür? Für einen Rap? Nicht die jetzt irgendwie, zumindest kurzfristig, geht das? Oder geht das nicht? Könnte ich immer was sehen, das wäre hilfreich. Ah, Moment, da ging's jetzt, da ging's nicht. Wo ist denn jetzt wieder der... dass man immer so den Eingang findet. Wir setzen das Ding erstmal so spaßeshalber hier hin. So. Dann, warte mal. Im Augenblick stelle ich mich aber besonders ungeschickt an, kann das sein? So, wir müssen ein paar Dinge einreißen, abreißen, Moment. Das aber auch. Ich muss mal die Tastatur irgendwie anders einstellen. Es ist die Frage, wie groß ist denn dieses Minarett? Sehnsüchte? Minarett? Passt das da rein? Hier. Sieht gut aus. Dann würde ich da etwas Weg bauen wollen. Weg. Hier so. Moment. Näher ran. Dann sehe ich wieder nichts. So. Lauter Bauerei komme ich jetzt zu nichts anderem. Wir haben aber einiges an Ressourcen vorrätig. Ich mach mal den da. Der soll mal da hin. In der Hoffnung, dass ich da noch ein paar Relikte finde, die wir dringend brauchen. So. Wie? Das Moped ist jetzt fertig. Wir sind immer noch neutral. Ja, zu Hause. Moment. Wir brauchen Wohnblöcke. Unbedingt ist das hier so ein bisschen... mit Panik verbunden. Panik in Anführungsstrichen. Was ich hier so mache. So richtig durchdacht ist das alles nicht. Ich finde auch klasse, wie groß dieser Einflussbereich ist. Ne? Da kannst du gerade irgendwie die zwei Gebäude da irgendwie abdecken. Vielleicht da, das und das noch. Wie viele Minarette soll man denn da bauen? 10? Ja, das wird lustig.
Und das Teil würde ich. Im Augenblick bin ich ja so ein bisschen am Schwimmen. Das Teil würde ich ganz gerne irgendwie anders machen. Ich würde sowieso gerne so ein paar Sachen anders machen im Augenblick. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir alles nicht, was ich hier im Augenblick so fabriziere. Was ist jetzt los? Hallo? Weg bauen? Geht das nicht mehr? So. Da Weg. Hier Weg. Sag mal. Also. Muss verbunden sein, deswegen geht das nicht. Okay. So, Weg, Weg, Weg. Ja, komm, egal, dann machen wir das so. Den versetze ich wieder. Wenn es denn geht. Bastel den erstmal hier so hin. So. Mann, 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 Mann. Ja, toll. Dann haben wir in dieser Folge uns im Wesentlichen um Minarett-Gedingse gekümmert und hier ne, um so ein paar Wohnblöcke und im Wesentlichen darum, dass wir hier ja, die Grundbedürfnisse wieder einigermaßen abgedeckt bekommen und unser Königreich nicht direkt abstürzt. Ja, gut. Ich hoffe, dass diese Erweiterung, ne, die wir hier gerade aktiv erforschen, dass die noch ein bisschen was bringt. Und somit also der Radius ein bisschen größer wird. Ein paar Leute mehr dann halt zufrieden sind. Das mit den Minaretten, das wird ja echt heftig. Da bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht. Also die bringen mir zu wenig. Weil so ein Minarett, wenn der da anfängt dazu zu rufen und zu singen, das hört man eigentlich sehr weit. Ja, da hätte ich mir schon ein bisschen mehr von versprochen, aber nun gut. Es ist, wie es ist. Müssen wir schauen. Cool. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja so ein paar Dinge, wo ich vielleicht mal offscreen dran muss, sowas, was so Umgestaltung der ganzen Geschichte hier anbelangt, weil das während des Spiels zu machen, oder also während des Spiels, logisch, also ne, während des Let's Plays zu machen, weiß ich nicht. Da sträubt sich bei mir so im Augenblick so alles gegen. Und ist auch nicht sehr interessant, wenn ich da ne, die Gebäude von rechts nach links schiebe, umorganisiere und wir wollen ja hier auch im Spiel irgendwie weiterkommen. Ja, Airborne Kingdom schon auf eine Art schon, man merkt es jetzt so ein bisschen so leicht herausfordernd. Es gibt so ein paar Dinge, wo man dann gucken muss, ne, ob das so alles denn so richtig ist, was man da so macht. Schauen wir mal. Das wird mir doch lustig werden. Gut, ich bedanke mich für euer Dabeisein und natürlich auch für dein Dabeisein. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer natürlich alles Gute und genießt die Zeit.